Und hier hinten können wir noch gucken. Was habe ich denn hier eigentlich für Aufgaben gerade? Guckt euch das mal bitte an. Wie bitte? Die 86 Diamanten habe ich durch Pferdeverkäufe. Wie bitte soll man das denn schaffen, in 24 Stunden 750 Diamanten zu sammeln? Bitte was? Okay, dafür kriegt man dann noch mega viele von diesen Tauschdingern hier. 200 Diamanten ausgeben ist schon leichter. 900 Meter in dem Jagdrennen zu erreichen ist super leicht. Man bekommt dafür eben diese Tauschmarken. Und die kann man hier eintauschen. Das hatte ich, glaube ich, aber schon in einer der letzten Folgen mal gezeigt. Hier kann man zum Beispiel Zuchtkosten verringern. Shetland Pony oder das Clownspferd. Es gibt ja jetzt viele von diesen super bunten Pferden. Muss ich auch mal noch gucken. Da wollte ich eigentlich auch noch Pferde freischalten. Ich weiß aber gerade nicht mehr genau, wie das ging. Muss ich sagen. So, und ich weiß nicht, was das ist, was man sich hier freischalten kann. Das muss ich mal noch gucken. What isn't that? Ah, Sommerkirmes-Meilensteine. Okay. Pferderennen, Jagdrennen, Quiz-Event, Tagesaufgaben. Ja, hier, Quiz-Event. Können wir doch auch nochmal machen. Englische Vollblutrennen kamen in der Mitte des wievielten Jahrhunderts nach China? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Boah, richtig geraten. Glück muss der Mensch haben. Das geringste bisher für einen Jockey vermerkte Gewicht beträgt... Okay, hier habe ich ein bisschen zu niedrig geraten. Das älteste Siegerpferd in der Geschichte der Pferderennen war... Oh Gott, hier dreht sich alles um Pferderennen. Was anderes hätte ich mir nicht denken können. Aber 18 ist schon ein stolzes Alter. Doch, muss ich schon sagen. Oh, guck mal, ich habe 10 Diamanten bekommen. Wofür? Keine Ahnung, I don't know. Tagesaufgaben. Ach, hierfür. Wenn ich 1200 davon gesammelt habe, dann habe ich nochmal 50 Diamanten. Das ist nice. Ja, Pferderennen und Jagdrennen. Das haben wir hier. Ja gut, wir gehen jetzt erstmal auf die Fantasieinsel. Wie gesagt, ich werde einfach mal gucken. Ich nehme jetzt einfach mal so lange auf, bis ich alles so durch habe, was jetzt gerade für mich interessant ist. Und dann schaue ich einfach mal, wie viele Folgen das dann letzten Endes werden. Ihr wisst ja, wie gesagt, wenn ich euch nicht begrüße, dann nehme ich halt gerade so eine lange Session auf oder wenn ich mich nicht verabschiede. Das machen viele YouTuber so bei so Spielen, wo es Quatsch ist, dass man sich nur mal kurz einloggt. Es gibt auch Spiele, da ist es nicht unbedingt blöd, da kann man eh nicht so viel am Stück machen. Aber gerade Horsehaven wird mit der Zeit wirklich ziemlich zeitintensiv. Und ich finde, da kann man dann auch mal eine lange Session am Stück aufnehmen. So, ich habe hier Sparkle, mein Feenpferd, möchte 7 Mais fressen. So, Pferde füttern ist natürlich immer gut, wenn man das machen kann, denn das bringt einem selber auch Erfahrungspunkte. So. Wollen wir die Box mal aufwerten? Ja, wir werten die Box mal auf. Dann können wir so langsam nichts mit dem Pferd machen. So. Herumlaufen möchte Veresa. Alles klar, unser Schützenpferd. Bringt uns auch nochmal 55 Erfahrungspunkte. Wie gesagt, Erfahrungspunkte, da bin ich momentan wirklich auf der Jagd. Oh! Talia hat ein Level Up. Guck mal, da könnten wir auch, wenn wir Glück haben, Diamanten bekommen. Ja, 5 Diamanten. Nicht viel oder etwas. Immerhin. Ein bisschen was. Können wir mit ihr... Warte mal, die kann ich doch, glaube ich, auch schon wieder füttern, oder? Den Salat? Ja, einen Salat habe ich. Auch bei mir gibt es heute auch Salat. Ich liebe Salat. Gerade bei so warmem Wetter. 104 Erfahrungspunkte. Ja, je nach Futter bekommt man unterschiedlich viele Erfahrungspunkte. Für diejenigen, die das noch nicht kennen. Das Spiel ist übrigens, also wirklich, für die es noch gar nicht kennen. Das Spiel ist kostenlos für iOS und Android spielbar. Ich spiele es über den Emulator BlueStacks am PC. Und, ja. Glitzerfeenpferd.
Glitzerfeenpferd. Können wir mal züchten? Ist eine reinrassige Aufzucht. Und was bekommen wir dann für ein Pferd? Ein seltenes. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was da jetzt so großartig der Unterschied ist. Ich werde es übrigens tatsächlich wahrscheinlich so machen, dass ich viele Pferde, auch höherstufige, aus dem Grund einfach züchte, um sie dann zu trainieren mit Futter und sie dann zu verkaufen für Diamanten. So kann man einfach... Oh, Futter. So kann man zum Beispiel aus Münzen im weitesten Sinne Diamanten machen. Hier seht ihr es zum Beispiel. Wenn ich Rio verkaufen würde, würde sie jetzt auf der Stufe 43 Diamanten für den Verkauf bringen. Und durch das Aufwerten ab Stufe 10 bekommt man ja auch dieses Glücksrad. Und wenn man da Glück hat, kann man eben auch, wie eben schon mal passiert, Diamanten bekommen. Das heißt, ich finde schon, dass es sich lohnt, wenn man das macht. Übrigens hier oben seht ihr das mit Bluestacks, dass ich im Vollbildmodus eben drin bin. Württemberger. Ich weiß auch nicht mehr, wofür ich einen Württemberger gezüchtet hatte, aber ich lasse das jetzt einfach mal, denn das kann mit Sicherheit nicht schaden. Wenn ich das, wir stellen einfach mal alles her, was wir herstellen können. Das kann mit Sicherheit nicht schaden, wenn ich den erstmal behalte. Weil gerade bei solchen Rassen, wo ich nur eine von habe oder so, die habe ich meistens gezüchtet, weil ich die wiederum brauchte, um irgendwas anderes zu kreuzen. So. Lasst uns nach Frankreich fliegen. Ich weiß aber nicht, ob ich in Frankreich die Musik nicht ausmache. Die ich hier gerade sowieso nicht habe. Ich fand die Musik in Frankreich immer ganz schrecklich. Ganz, ganz schlimm. Ich weiß nicht, warum ich hier gerade keine Musik habe, aber ich bin nicht böse drum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand die immer schrecklich hier. So mit diesem Schifferklavier. Ich fand das ganz, ganz grauselig. So, Äpfel. Äpfel schon. Oh, da habe ich die Lilie als Kopfschmuck, habe ich da an dem Pferd dran. Das sind die englischen Vollblüter, ne? Die ich hier habe. Es müsste ein legendäres englisches Vollblut sein. Die könnte ich auch gut züchten und dann Diamanten bekommen. Ja, hier den kann ich leider... Den kann ich leider nicht wegpacken, warum auch immer. Ich verstehe es bis heute nicht, weil das nervt, dass da so ein angebrochener Schlitten rumsteht. Das finde ich echt super nervig. Ich glaube, ich habe nicht mehr viele von den Möhrenmuffins. Warte mal. Was ist das? Das ist irgendwas, was buggy ist. Nee, Möhrenmuffins habe ich nicht mehr viele. Das ist auch buggy. Möhrenmuffins habe ich nicht mehr viele und Müsliriegel habe ich auch nicht mehr so viele. Das heißt, dann geben wir einfach mal... Die Müsliriegel sind aber auch so unverschämt teuer. 12-mal Getreide ist schon krass. Ja, dann hatte ich ja hier meine coolen legendären Araber. Die sind so wunderschön. Oh, ich habe nicht mehr genug Salat für die arme Zelda. Dann lasse ich Zelda erstmal trainieren. Hier, die Honigkekse. Davon haben wir aber definitiv noch genug. Für Sony. Ach, sieht das nicht süß aus? Ein bisschen übertrieben, aber schon auch süß. Ich muss euch erstmal was trinken hier. 196. Krass. Ja. Dann könnten wir Sony auch ins Training schicken. Salat haben wir ja nicht mehr genug. Haben wir ja eben schon gesehen, aber ist auch ausgelevelt. Hier, Müsliriegel. Reicht das noch? Nee, reicht nicht, aber Janosch ist sowieso ausgelevelt.
Das war meine Knappstrupper, ne? Jimmy hat auf jeden Fall ein Level up. Oh no, sag mir jetzt nicht, die Verbindung ist weg. Nee, doch nicht. Was das hier ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist ein Widerstand gegen hohe oder kalte Temperaturen, gibt's das, glaube ich, auch. Denn die Pferde können ja zum Beispiel in Russland oder ich glaube in Australien weniger von ihrer Leistung abrufen, je nach Rasse, weil es da eben krasse Witterungsbedingungen gibt. Eben krasse Temperaturen, hoch oder niedrig. Wir könnten hier Credits gewinnen, Gold gewinnen. Oder aber die Ausdauer wird sich auf Silber mit Kranz verbessern. Bis auf die Münzen wäre hier eigentlich alles ganz cool. Und wir kriegen natürlich genau das, was ich nicht brauche. No! Voll blöd, genau. Knapp Knappstuber. Nein, die heißen Knappstrupper.